Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ein weiteres Video von eurem Lieblingsalien. Heute ein kleiner Real Talk. Es geht nicht direkt um Science Fiction, sondern wir feiern ja immer noch 9 Jahre Blau, 9 Jahre der Film Escape from Planet Earth, zu Deutsch Nichts weg vom Planeten Erde. Und dieser Real Talk, das geht sowohl um ja, bestimmte Kritik an dem Film, aber auch was das wahre Leben angeht. Dazu möchte ich zuerst sagen, es gibt sowohl Ereignisse wie aber auch vor allem Menschen, die können euch im wahren Leben das Selbstwertgefühl oder was auch immer ziemlich kaputt machen. Und so wie auch dies hier, jawohl, es gibt tatsächlich, also die große, mächtige Bild-Zeitung hat sich tatsächlich herabbegeben und hat tatsächlich den Film Nichts wie weg vom Planeten Erde reviewed, wenn man das so nennen kann. Ja? Also eine Filmkritik, gleich mit der großen Überschrift Nichts wie weg aus diesem Film. Dafür, dass der Film eigentlich in Deutschland nicht wirklich bekannt war und mega gefloppt ist, hat die Bild-Zeitung doch geschafft, darüber einen Bericht noch zu verfassen, oder was man einen Bericht nennen kann. Ich lese euch das gerade mal vor. Das ist ja nicht viel. Die Bild-Zeitung ist ja dafür bekannt, nicht wirklich große Texte zu schreiben. Das ist übrigens die Online-Version. Ein über weite Strecken enttäuschend unlustiger, allenfalls mittelmäßig animierter Science-Fiction-Trickfilm für Kinder. Sein Wagemut und seine Cleverness haben Astronaut und Rettungsflieger Scorch zu einem Helden auf seinem Heimatplaneten Barb gemacht. Da kommt ein Hilferuf von der als besonders gefährlich geltenden Erde herein. Der blaue Draufgänger zieht trotzdem los, um zu helfen. Doch schnell sitzt er in der Falle namens Area 61. Also, in diesem wirklich extrem langen und sehr, argumentativ und schriftlich und sprachlich gesehen sehr großartigen Artikel, wollen wir noch mal den Rotstift ansetzen und erklären, wo Herr Oliver Kube so alles Fehler gemacht hat. Also gleich mal in fetter Schrift oben zu schreiben, ein über weite Strecken enttäuschend und lustiger, allenfalls mittelmäßiger Film für Kinder, ist schon mal sehr gewagt. Journalistische Höchstleistung, also mein Respekt, Herr Kube. Dann ist in der Beschreibung, dann lässt er sich dazu herab, tatsächlich eine kleine Beschreibung zu machen von dem Film. Da sind einige Fehler drin. Scorch ist Astronaut, aber kein Rettungsflieger. Das ist schon mal falsch. Scorch ist auch ist zwar wagemutig und auch clever, aber er kann ohne seinen Bruder Gary keine Mission durchführen, weil nämlich der Film eigentlich eine Brüdergeschichte ist oder eine Geschichte über die Beziehung der Brüder Gary und Scorch Supernova. Das wird hier auch nicht erwähnt. Überhaupt wird keine andere Figur erwähnt. Dann der Satz, da kommt ein Hilferuf von der besonders gefährlich geltenden Erde herein. Das ist auch falsch. Der Planet Erde ist nämlich in dem Film gar nicht als Planet Erde bekannt oder bezeichnet, sondern lediglich als der dunkle Planet. Wieder was falsch. Das mit dem Hilferuf ist richtig, aber auch nicht Hilferuf, sondern eher ein Signal, dass Scorch um für die dunkle Planet-Cola-Werbung zu promoten, diesen Hilferuf zum dunklen Planet eilt, der gefürchtete Planet. Dann der zweitletzte Satz, der blaue Draufgänger zieht trotzdem los, um zu helfen. Trotzdem, also Scorch zeigt in dem gesamten Film also keinerlei Angst, dass er sagt, oh, es ist so gefährlich auf dem dunklen Planeten, ich habe solche Angst, aber ich gehe trotzdem los. Sondern er macht das, wie gesagt, weil er ein, zugegebenermaßen, sehr eitler Volksheld ist und ja, auf den Werbedeal mit dunkler Planet Cola abzielt. Und
sich seiner Sache sehr sicher ist. Also er zeigt keinerlei Furcht, dass auf diesem zu dem Satz, er zieht trotzdem los. Und der letzte Satz, der ist auch extrem falsch. Es ist nämlich nicht Area 61, es ist tatsächlich Area 51. Und er sitzt schnell in der Falle namens Area 61. Also, liebe Bild, lieber Herr Kube, wenn dies eine Kritik sein soll, wo sich vor allem an Familien richtet, wo Kinder haben, wo sagen, ach, es gibt einen netten Trickfilm, ja, dann sollte man schon die Story ein bisschen genauer beschreiben. FSK ab 0, oh, da haben sie mal was richtig gemacht. Dann einen riesigen, traurigen Smiley und unten dann nochmal nichts für weg vom Planeten Erde. Stumpfe Action und ein paar halbgare Scherze. Nicht nur Erwachsene, auch ihre Kinder werden hier schnell das Weite suchen. Also für diese Anti-Werbung wirklich mein Respekt. Ihr habt da wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Liebe Zuschauer, bitte diesen Film nicht angucken. Guckt euch lieber solche Blockbuster an, wie zum Beispiel den Emoji-Movie oder Alpha und Omega. Oder wenn ihr wirklich richtig gute Qualität sehen wollt, dann guckt euch den Glücklichen Elf an. Der ist nicht nur an Weihnachten ein besonderer Spaß, sondern auch unter dem Jahr. An Escape from Planet Earth haben zum Beispiel Karl Brunkner mitgewirkt, der unter anderem solche sehr unbekannten Filme Regie geführt hat, wie den Paw Patrol Film. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist so eine kleine Nische, ist etwas für. Ist ein Geheimtipp. Ja. Ja. Verehrte Bildzeitung, verehrter Herr Kube, falls Sie das sehen, meinen Respekt. Ja. Mein Respekt. Hierzu möchte ich noch erwähnen, ich habe es in einem anderen Video schon mal erwähnt, möchte es gerne hier auch nochmal erwähnen. Ich habe zum Spaß damals sämtliche DVDs des Films im Großhandel aufgekauft, in meinem kleinen Online-Shop auf eBay verkauft und innerhalb von 3 Tagen waren 3 oder 4 Tagen, also es war keine Woche, waren 12 DVDs sofort verkauft und ich hatte nicht eine einzige Beschwerde, nicht ein einziger Kunde hat die DVD wieder zurückgeschickt. Bei Filmen, die manchmal so eine kleine Mogelpackung sind, es gibt ja solche Mockbuster wie zum Beispiel Ratatouille oder Big Fish, die so ein bisschen auf bekannte Pixar-Filme in dieses Fahrwasser gehen und darauf hoffen, dass es Leute gibt, die vielleicht darauf reinfallen. Wird bei Nix wie weg nicht irgendein bekannter Film kopiert. Er suggeriert nicht, ein anderer Film zu sein. Also wer jetzt glaubt, das wäre Avatar, also dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ich meine, dass Avatar mit Aufbruch nach Pandora, nicht den Feuerbändiger und Herr der Elemente, dann meine ich. Es handelt sich nicht um einen Mockbuster, das bedeutet, es wird nicht eine bekannte Story nochmal neu aufgewärmt, es ist eine völlig eigenständige Story. Und Filme sind Kunst, Kunst ist Geschmackssache, wem es gefällt, dem soll es gefallen, wem es nicht gefällt, dem soll es nicht gefallen. Ich bin der Meinung, man kann eine konstruktive Kritik üben, falls jetzt, falls jetzt ein Film wirklich extrem schlecht ist oder wirklich. Dann kann man vielleicht hergehen und sagen, naja, das und das ist gut, das und das ist schlecht, aber von vornherein zu sagen, nix wie weg aus diesem Film, ohne irgendeine Begründung, ohne irgendwie näher darauf einzugehen, dass man jetzt vielleicht sagt, naja, da werden jetzt rassistische Witze gemacht oder der schwarze Humor geht jetzt schon ein bisschen zu weit, wie zum Beispiel bei Sausage Party, dann sehe ich das noch ein, aber bei diesem Film, ja, ist es ein bisschen mehr wie überzogen. Die Bild-Zeitung hat mal wieder gezeigt, dass sie keine Ahnung hat. Und ich glaube, Herr Kuba hat den Film auch gar nicht geguckt. So viel so von mir. Das Video war jetzt ein Uncut One-Taker oder wie man das so schön sagt. Ich habe jetzt einfach mal ohne Skript drauf losgeredet. Ah ja, und ich wollte damit sagen, genauso wie es Bild-Zeitungen gibt, die von vornherein etwas schlecht machen und ein schlechtes Gefühl geben, gibt es natürlich auch Menschen in eurer Umgebung, die euch da vielleicht das Gefühl geben, oh je, ich bin nix, ich kann nix. Und irgendwann geht das so weit, dass man wirklich glaubt, man ist ein Loser, man ist ein Versager. Will ich euch als Schlusssatz sagen, wenn Leuten in eurer Umgebung es auf die Nerven geht, dass ihr fröhlich seid, dass ihr ein Hobby habt,
an dem ihr Spaß habt und dass ihr lacht und singt, dann sage ich euch, dann lebt es erst recht aus, lacht erst recht, singt erst recht, seid fröhlich und genießt, was ihr macht, egal was der Mainstream sagt oder ob es oder auch wenn es Mainstream ist, ja. Also wenn ihr Pokémon-Fans seid oder sonst irgendwie, das ist wirklich scheißegal. Es ist euer Leben und es ist euer Hobby und es ist das, womit ihr euch wohlfühlt. Und wenn die Umgebung damit ein Problem hat, dann ist es denn ihr Problem. Und dann würde ich sagen, macht's erst recht. Und macht's vielleicht so, wie es Scorch oder auch Kip Supernova machen. Sagt einfach, dann scorch mich doch. In diesem Sinne, Bild, du bist gescorcht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt neugierig und tschüss.